Was für ein Tollpatsch. Mia Rose Harrison bricht sich schon wieder den Arm. Erst Anfang August jagt das kleine Mädchen Mama Sarah und Papa Dommy einen großen Schrecken ein. Beim Spielen verletzt sich die inzwischen Dreijährige so sehr, dass sie sich sogar Elle und Speiche bricht. Der Gips bis zur Schulter reicht damals nicht aus, um den Bruch zu heilen. Damit der Knochen wieder gerade zusammenwächst, muss Mia operiert werden. Die OP verläuft zum Glück ohne Probleme. Doch gerade erst ist der erste Schock verdaut, meldet sich Sarah schon mit der nächsten Hiobsbotschaft im Netz. Sie hat es mal wieder geschafft. Unglaublich, ja. Der Arm ist wieder gebrochen, aber diesmal der andere. Dabei fängt der Tag doch so gut an. Bestens gelaunt macht sich die Familie auf in Mias Kindergarten, wo eine große Halloween-Party steigt. Den kompletten Nachmittag über tobt sich das Mädchen mit seinen Freunden aus. Dann passiert es plötzlich. Sie ist irgendwo aus vom Klettergerüst gestürzt und hingefallen, blöd. Und dann ist schon passiert. Das geht ja immer so schnell, da kann man gar nicht schnell genug schauen. Die ausgelassene Feier ist für die Harrisons also abrupt zu Ende. Sie machen sich sofort auf ins Krankenhaus. Für Mia scheint der Vorfall aber nur halb so wild zu sein. Die verletzte Netzbekanntheit reagiert bei der Untersuchung diesmal fast schon routiniert. Ja, Mia war wieder sehr tapfer und wir wesentlich entspannter als beim letzten Mal. Immerhin kennen die Webstars mittlerweile schon den Ablauf in der Klinik. Papa Dommy kann den Vorfall zu Hause aber immer noch nicht fassen. Ja, was soll ich sagen? Dieses Kind hier hat zu viel Energie. Zwar muss Mia nun erneut einen Gips tragen, trotzdem hat die kleine Maus nochmal Glück im Unglück. Nur ein Knochen ist gebrochen, letztes Mal waren zwei gebrochen. Das pinkfarbene Accessoire am Arm begleitet Mia nun für mehrere Wochen, bis alles endgültig verheilt ist. Doch davon lässt sich der Lockenkopf nicht aufhalten, sondern ist direkt wieder fit auf den Beinen. Bereits auf dem Heimweg aus dem Krankenhaus trällert das Mädchen in den höchsten Tönen zur Musik im Radio. Eine Tatsache, die Mama Sarah wenigstens etwas beruhigen kann. Mia, ich muss wirklich sagen, die meistert es so gut. Die hat keinerlei Schmerzen, will am liebsten schon wieder rumtoben und rumspringen. Aber sie muss sich heute noch ein bisschen schonen und morgen früh geht's dann nochmal zum Orthopäden. Der Spezialist soll überprüfen, ob soweit alles in Ordnung ist. Bisher steht nämlich keine notwendige Operation auf dem Plan. Dass Mia in solchen Situationen total tapfer ist, beweist sie nicht zum ersten Mal. Bleibt also nur zu hoffen, dass auch diesmal wieder alles gut geht.